5, 4, 3, 2, 1. Mischief stand in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen. Ob es die Satanschuhe mit Lil Nas X's Blut, Eat the Rich Popsicles, die Finger on the App App oder der neue Big Red Boot sind, Mischief weiß ganz genau, wie man für große Aufmerksamkeit sorgt und nutze dies, um die Marke immer mehr in den Mainstream zu bringen. Die Marke hatte unzählige kreative Ideen für sozialkritische oder auch einfach nur verrückte Produkte, die sie als Drops veröffentlicht haben, und deshalb wollte ich mich auch mal mit Mischief beschäftigen. Bevor es losgeht, würde ich mich noch sehr über ein Abo, eine Bewertung oder auch einen Kommentar freuen. Folgt mir auch sehr gerne auf Twitter und Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video zur Geschichte von Mischief, Lil Nas X, Mr. Beast und Sozialkritik. Mischief wurde als Künstlerkollektiv in 2016 von Gabriel Whaley gegründet, der heute die Position des CEOs einnimmt. Ihre Projekte bezeichnet das Brand als Drops. Es dauerte allerdings relativ lange, bis als erster Drop in 2019 The Persistence of Chaos in Zusammenarbeit mit dem Künstler Guo Odong im Auftrag von Computersicherheitsfirma Deep Instinct produziert wurde. Bei diesem handelt es sich um einen einzigen Windows-Laptop aus 2008, auf dem sich 6 Malware-Programme befanden, die zusammen knapp 100 Milliarden Dollar an Schäden verursacht haben. Guo Odong bezeichnet dieses Werk als eine Art Bestiarium für historische Malware. The Persistence of Chaos wurde im Mai 2019 für 1,345 Millionen Dollar versteigert, das Geld erhielt Dong. Dieser kündigte an, das Geld entweder in ein neues Kunstwerk zu stecken oder es zu verbrennen. Drop Nummer 2 war der Man Eating Food YouTube-Channel, auf dem ein Mann Gesichter verschiedener Promis isst. Es folgte mit Times New Roman eine Version des Fonts Times New Roman mit 5-10% breiteren Schriftzeichen. Hinter Drop 4 steckte Word of the Day. Dies war ein Slack-Kanal, in dem täglich ein neues Wort erraten werden musste. Der Gewinner erhielt 1000 Dollar. Verrückte Wettbewerbe zum Gewinn von Geldpreisen wurden über die Jahre eines der Markenzeichen von Mischief. Als Drop 5 folgte Netflix Hangouts. Dies ist ein Programm, das einen Netflix-Stream wie eine Online-Konferenz aussehen lässt und dafür gedacht ist, auf der Arbeit unauffällig Netflix zu schauen. Bei Drop 6 handelte es sich mit dem M-Journal um eine Webseite, die jeden gewünschten Wikipedia-Artikel wie ein wissenschaftliches Paper aussehen lässt. Mit Drop Nummer 7 im Oktober 2019 betrat Mischief auch zum ersten Mal die Bühne der Sneakerwelt. Die Jesus Shoes entstanden zusammen mit Inri und waren Air Max 97s, die heiliges Wasser aus dem Jordan enthielten. So sollte man wie Jesus über Wasser laufen können. Drop 8 nannte sich Bull & Moon. Dahinter steckt eine Webseite, die euch abhängig von eurem Sternzeichen Aktien empfiehlt. Drop Nummer 9, Blue Monkey. Angestellte mit Accounts für Essensausgaben können dieses Geld für einen Fake-Lieferdienst mit dem Namen The Blue Donkey verwenden. Dieses Geld kann nun zur Unterstützung von Politikern genutzt werden. Das Konzept hatte vor allem die Intention, dass große Unternehmen indirekt Politiker unterstützen, die die Macht dieser Unternehmen verringern wollen. Ein weiteres sehr verrücktes Produkt kam mit Drop 10 als Puff the Squeaky Chicken heraus. Dabei handelt es sich um ein Gummihuhn, das als Bong verwendet werden kann. Drop Nummer 11, die Toaster Bath Bomb. Wie vermutlich zu erraten ist, geht es um eine Badebombe in Form eines Toasters nach dem Motto A Bath Bomb to Die For, denn im Gegensatz zu dieser sollte man einen echten Toaster wohl eher nicht mit in die Badewanne nehmen. Come on, Brian, I gotta get the softball practice. Practice? I thought we were gonna go next door and welcome our new neighbors. Oh, no. I don't want anything to do with neighbors. Last guy who lived next door borrowed my toaster. Never saw it again. If that slut wants full custody of the kids, she's got it. Bei Drop 12 mit dem Namen This Foot Does Not Exist handelt es sich um ein Programm, das computergenerierte Footpics erstellt. Weiter geht's im Januar 2020 mit Nummer 13, ClickSwipe. Dies ist eine App, die bei jedem Mausklick bei Tinder nach rechts swiped. Bei Drop Nummer 14 mit dem Namen Suckwatch muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich keine Ahnung habe, worum es genau geht. Es ist auf jeden Fall eine Webseite mit einem Passwort, das erraten werden muss, allerdings habe ich bis auf ein Reddit-Thread kaum was gefunden. Also wenn jemand von euch weiß, was sich hinter der Webseite versteckt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Drop 15 hingegen ist wieder einfacher zu verstehen, aber nicht weniger skurril. Das Cuss-Collar ist ein Hundehalsband, das Bellen in Schimpfwörter umwandelt. Als nächstes erschien mit dem 16. Drop die Mischief Box. Dies war eine Mystery Box mit einem Gegenstand, der 0 bis 7000 Dollar wert ist. Schickt man die Box nach 100 Tagen ungeöffnet zurück, erhält man 1000 Dollar. Drop Nummer 17, All the Streams.
Eine Art Pirate Radio für Streaming, in dem Audio von Streaming-Plattformen wie Netflix, Prime Video oder Disney Plus verfügbar ist. Hinter Drop 18 und den Branded Books verbargen sich Klassiker wie Alice im Wunderland, die mit Markenplatzierungen abgeändert wurden. Der 19. Drop war die Boomer-E-Mail. Diese war ein wöchentlicher Newsletter mit E-Mail-Ketten von anonymen Boomern. Mit Drop Nummer 20, The Weird Spots, kehrte Mischief in die Welt der Kunst zurück. Die Punkte aus einem Damien Hirst 30.000 Dollar Druck wurden ausgeschnitten und für je 480 Dollar verkauft. Für das übrig gebliebene Papier unter dem Namen 88 Holes zahlte jemand ganze 261.400 Dollar. Drop 21, The Office Slack. Jede Folge von The Office wurde in einem Slack-Kanal nacherzählt. Pam, it's Michael, help me, I need help right now. Michael, what's wrong? I'm hurt, I have hurt myself. Oh my god. Weiter geht's mit Drop 22 und dem Icon Rewind. Eine Webseite, die auf dem Smartphone die Logos von Apps in ihre ursprüngliche Form zurückwandelt. Darauf folgte Drop 23, Donate 2 Times. Donations, die auf der Webseite für gute Zwecke gespendet wurden, werden durch Angestellte von großen Unternehmen verdoppelt, da diese Unternehmen jeden gespendeten Dollar ihrer Angestellten matchen. Anstelle der gesammelten 80,3.000 Dollar wurden so 160,6.000 Dollar gespendet. Mit Drop 24 im Juni 2020 begann Mischief eine ihrer wichtigsten Beziehungen, nämlich die mit Mr. Beast. Zusammen wurde die Finger on the App released, bei der die letzte Person, die den Finger auf dem Bildschirm behält, 25.000 Dollar erhalten sollte. Vier Spieler haben dabei über 70 Stunden durchgehalten und so jeweils 20.000 Dollar erhalten. Im März 2021 folgte Finger on the App 2, bei der der Gewinner 51 Stunden durchhielt und 100.000 Dollar gewann. Drop 25, Mischief X. 10 Brands wie Supreme und Off-White wurden in einem T-Shirt vereint. Es folgte mit Drop 26 und Alexa Gate ein Aufsatz, der Amazons Alexa daran hindert, euch zuzuhören, wenn ihr es nicht wollt. Als nächstes erschien Drop 27 und das Master Wiki. Masterclass-Kurse wurden in kostenlose WikiHow-Artikel umgewandelt. Drop 28, Dinosaur in Zusammenarbeit mit E-Sport-Team 100 Swords. Dies ist eine neue Version des bekannten Dino Jump'n'Runs, das im Offline-Modus im Google-Browser spielbar ist. Der Spieler mit dem Highscore erhält dabei jede Woche einen Preis. Weiter geht's mit Drop 29, Card v Card und einem weiteren Wettbewerb um Geldpreise. Jeder Spieler erhält Zugang zum gleichen Bankkonto. Nach zufälligen Zeitintervallen wird Geld auf dieses Konto überwiesen und kann vom schnellsten Spieler ausgegeben werden. Als Drop 30 veröffentlichte Mischief einige Gemälde, die medizinische Rechnungen von Amerikanern zeigten. Die eingenommenen 73.000 Dollar wurden zum Bezahlen dieser Rechnungen verwendet. Dieses Projekt sollte das amerikanische Gesundheitssystem kritisieren. Drop 31, der Anti-Advertising Advertising Club. Man konnte Soundeffekte, die gegen bestimmte große Marken gerichtet waren, auf TikTok verwenden und eine gewisse Anzahl an Aufrufen erreichen, um Geld zu erhalten. Beim nächsten Drop wurde ein weiteres Mal die amerikanische Gesellschaft parodiert, da als Drop 32 American Flag Locks verkauft wurden. Diese waren also amerikanische Flaggen, die zum Anzünden eines Feuers verwendet werden. Das Motto der Aktion war Burn America while America burns. Eine weitere App wurde für Drop 33 in Form der Push Party App veröffentlicht. Es handelt sich um eine exklusive Social Media App, die man nur nach einer Einladung nutzen darf. Eine Produktreihe, die einige Drops ausmachen sollte, startete mit Drop 34 Blur. Diese Blur-Produkte sind verschwommene Geldbündel, in diesem Fall bestehend aus 20-Dollar-Scheinen. Ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf weitere einstellen. Drop Nummer 35, Data Lotto. Jeder Teilnehmer musste seine persönlichen Daten angeben, die dann verkauft wurden. Das erhaltene Geld erhielt dann ein Teilnehmer, der Rest konnte sich über Spam freuen. Wir fahren fort mit Drop 36 und Walt's Kitchen. Es handelt sich um eine Webseite mit Rezepten zur Zubereitung von Disney-Charakteren. Das Jahr 2021 leitete Drop 37 mit dem Namen King of the Clicks ein, welches ein Online-Spiel ist, bei dem jeder versucht, möglichst viele Klicks zu sammeln. Der Gewinner erhielt wie immer einen Preis. Weiter geht's mit Drop 38 in the year 2024. Eine Plattform, auf der man Anteile an Website-Domains für mögliche Präsidentschaftskandidaten in den USA in 2024 kaufen kann. Bei einem Verkauf der URL erhält man dann einen Anteil. Für Drop Nummer 39 kaufte Mischief vier Hermes Birkin Bags, wandelte diese in Sandalen um und verkaufte sie als Birkenstocks für 34.000 bis 76.000 Dollar je nach Schuhgröße.
Ein weiterer relativ berühmt gewordener Drop war Nummer 40. Mischief erwarb einen Roboterhund, befestigte eine Paintball-Waffe auf seinem Rücken und gab Nutzern der Mischief-App die Möglichkeit, den Roboter zu steuern. Dies diente der Kritik an einer möglichen Verwendung der Boston Dynamics-Roboter als Polizisten oder Soldaten. Mit Drop 41 folgte X-No 5, ein Mix von einem Axe-Deo und Chanel No 5 Parfüm. Drop Nummer 42, Death of the Influencer. Es wurde ein Instagram-Account mit 1 Million Followern und dem Handle @deathoftheinfluencer erstellt und jeder, der eine SMS mit einem Bild an eine bestimmte Nummer schickte, konnte so auf diesem Account posten. Das Release, das Mischief wohl endgültig berühmt und berüchtigt werden ließ, erschien als Drop 43 am 29. März. Der Lil Nas X Custom Nike Air Max 97 Satan Shoe droppte in einer passenden Stückzahl von 666 Paaren als Gegenstück des Jesus Shoes. Der Preis von $1,018 ist eine Referenz an den Bibelvers Lukas 10,18. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah wohl den Satan vom Himmel fallen als einen Blitz. Neben einem Pentagramm und einem umgedrehten Kreuz zeichnete sich der Schuh vor allem durch einen Tropfen Blut von Lil Nas X in der Sohle aus. Dies wurde sehr kontrovers aufgenommen und brachte den Namen Mischief auch in den Mainstream. Dies sorgte aber auch dafür, dass Mischief von Nike verklagt wurde, da der Schuh den Ruf von Nike beschädigen soll, weil er die Marke als satanistisch präsentiert. Eine Einigung wurde außergerichtlich erzielt. Diese Klage inspirierte auch den Trailer zum Musikvideo von Industry Baby. Drop Nummer 44, die E-Mail Capsule Collection. Man konnte sich E-Mail-Adressen mit den Handles @heavensgate, @thepiratebay, @megaupload, @4chan und @angelfire kaufen. Als letzten Drop für dieses Video habe ich noch Nummer 45 mit dem Namen Cookied für euch. Dabei handelt es sich um ein Plugin, das in Chrome misst, wie viele Cookies man akzeptiert hat. Der Spieler mit den meisten Cookies am Ende eines bestimmten Zeitraums erhält 100 Pounds, also ca. 45 Kilogramm an realen Cookies. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos, ich hoffe es war interessant und unterhaltsam. Mir hat die Recherche auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da ich zuvor von noch keiner so vielfältigen und skurrilen Marke gehört hatte. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo, eine Bewertung und einen Kommentar sowie über ein Folgen auf Twitter und Instagram freuen. Schaut euch auch gerne ein weiteres meiner Videos an und bis zum nächsten Video. Haut rein!